Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um einen Hängetopf aus alten Zeitungen und ich möchte dir noch was über den Online-Kurs sagen. Zuerst zeige ich dir jetzt aber das Video, wie man so einen Hängetopf herstellt. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Thank you.
Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Ich habe ja aktuell gerade 2 Kurse am Laufen und 3 von euch durfte ich jetzt persönlich kennenlernen. Und natürlich kam auch der Online-Kurs zur Sprache. Und bei der Diskussion habe ich festgestellt, dass der klassische Online-Kurs nicht das ist, was ich machen möchte. Und so habe ich mir dann überlegt, ich werde nun bei YouTube einen Mitgliederbereich einrichten, wo ich wesentlich mehr ins Detail gehe, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ihr eben auch aktiv werden könnt und mir Vorschläge machen oder unterbreiten dürft, was ihr sehen möchtet, was ich euch zeigen soll. Und ich finde das viel spannender, wenn man sich kreativ austauschen kann. Und es soll auch so eine kleine, ein kleiner Club sein, wo sich alle Kreativen treffen. Und so kann man wirklich, man ist einfach viel, viel flexibler, als wenn ich nur einen starren Online-Kurs ins Internet stelle und du kannst den runterladen und damit war's das. Und das ist nicht das, was ich möchte. Also ich werde das jetzt in Angriff nehmen und schreib mir doch bitte in die Kommentare vielleicht schon mal, was dich interessieren würde, über was ich ein Video machen soll. Halt alles, was um Pulp geht, also um alte Zeitungen, was dich da interessieren würde, damit ich eine kleine Richtung habe, wo es hingehen soll. Und das wird natürlich dann immer wieder angepasst. Also, das ist mal die Idee. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss. Ja?